Herzlich willkommen zu neuen Zuversichtgedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Pfingstwoche ist. Am vorgestrigen Pfingstmontag hatten wir hier in Knielingen im Kirchgarten direkt neben dieser Kirche unseren ersten Open-Air-Gottesdienst. Ökumenisch, fröhlich, total vielfältig, mit ganz unterschiedlichen Leuten, die mitgemacht haben. Zum Beispiel auch mit Schwester Alfonsa, die seit 16 Jahren hier in Karlsruhe ehrenamtlich Arbeit unter Obdachlosen macht. Und es war toll zu hören, wie sie Gottes Wirken in dieser Arbeit erlebt hat. Ich durfte die Predigt halten und wer mich kennt, der weiß, das gefällt mir richtig gut, das mache ich total gern. Es war ein Text dran, vom Apostel Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, die ersten Verse. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass dieses Pfingsten noch in mir nachklingt, dann hat es damit zu tun, mit dieser Predigt. Denn Paulus beschreibt dort, wie entscheidend das Wirken des Heiligen Geistes ist für alles, was wir in der Gemeinde und darüber hinaus tun. Eigentlich macht der Heilige Geist ja alles. Er bewirkt erstmal, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie erkennen, und ich meine jetzt nicht nur im Kopf erkennen, sondern ganz tief im Herzen erkennen, wer Jesus eigentlich ist. Dass er der ist, der diese Verbindung zu Gott geschaffen hat, dass wir durch ihn Frieden mit Gott haben. Ja, dieser Geist bewirkt, dass das nicht nur irgendwelche Worte sind, sondern dass ich ganz tief da innen drin spüre, eine Gewissheit habe, ich gehöre zu Jesus. Er ist mein Herr, ihm folge ich nach. Aber das ist ja erst der Anfang. Paulus schreibt dann, dass eben dieser Heilige Geist eine ganz große Vielfalt wirkt. Ich bin kein Blumenpflücker, aber ich bewundere es, wenn da jemand über so eine bunte Blumenwiese läuft und mal da eine Blume nimmt und da ein Gras und dann ein toller Blumenstrauß rauskommt. So stelle ich mir das vor, wie Gott es durch seinen Geist auch in der Gemeinde macht, dass da ganz unterschiedliche Menschen mit total unterschiedlichen Gaben zusammenkommen und dann ein großes Ganzes entsteht. Keiner hat alles, aber niemand hat auch nichts. Und keiner braucht sich auf seine Gabe was einzubilden. Immer wieder heißt es, Gott ist es, der diese Gabe durch seinen Geist wirkt. Am meisten aber hat mich da noch ein anderer Aspekt dieses Wirkens des Heiligen Geistes beschäftigt. Das hat mit dem zu tun, was wir manchmal inspirierend nennen. Geist erfüllt. Da passiert ja manchmal einfach was ganz Verrücktes, einfach mehr, als wir Menschen machen können. Ihr kennt es vielleicht auch. Da hörst du eine Predigt, da hörst du ein Lied oder irgendjemand sagt was und auf einmal spürst du, hey, da redet Gott zu mir. Das geht ins Herz rein. Paulus sagt, genau das wirkt der Heilige Geist. Als Pfarrer würde ich mir ja wünschen, das machen zu können. Aber da geht es eben mehr als um rhetorische oder psychologische Kniffe. Und mir ist wieder ganz neu wichtig geworden, wenn wir eines brauchen, in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, dann ist es das, wir brauchen den Heiligen Geist, weil ohne diesen Geist alles auf einer sehr menschlichen Ebene bleibt. Oft nicht schlecht, meist wunderbar und sorgfältig vorbereitet, rhetorisch gut, aber im Letzten eben nicht inspirierend, ergreifend, stärkend, vielleicht sogar lebensverändernd. Das kann nur Gott selbst durch seinen Geist machen. Und er macht es durch seinen Geist. Paulus sagt es in mehreren Beispielen. Er sagt, ohne diesen Heiligen Geist werden wir nicht das richtige Wort zur rechten Zeit haben. Ohne den Heiligen Geist werden wir den Willen Gottes nicht klar erkennen können. Ohne diesen Heiligen Geist bleibt unser Glaube irgendwie kraftlos. Von Krankenheilung, von Wunderwirken und von Sprachengebet will ich jetzt gar nicht reden, das führt Paulus dann auch noch an. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wie wunderbar ist es, dass Jesus uns das zusagt, nachzulesen in Lukas 11. Er sagt,
Der Vater im Himmel gibt seinen Heiligen Geist sehr gerne denen, die ihn darum bitten. Und das will ich von Pfingsten 2021 mitnehmen. Noch viel mehr und immer wieder um diesen Heiligen Geist zu bitten. Wenn ich zu predigen habe, dann ist das mein größtes Gebet, dass Gott meine schwachen menschlichen Worte benutzt, um eben Menschen ins Herz reinzureden. Dass da durch seinen Heiligen Geist eine Wirkungskraft reinkommt. Und wenn ich selber im Gottesdienst sitze und zuhöre, dann will ich noch viel stärker beten, dass Gottes Geist auch zu mir reden möge, dass er mich ermutigen, stärken, korrigieren möge, dass er mich ins Tun des Guten bringen möge. Und dass es nicht nur mir für mich ist, sondern dass die anderen das auch erleben. Was wäre das, wenn wir im Blick auf unsere Gottesdienste, unsere ganze Gemeindearbeit noch viel mehr so beten würden? Wenn wir anfangen würden zu beten, dass Gott mit seinem Geist in unsere Arbeit, in unsere Sitzungen, in unsere Besuche, in unser helfendes Tun reinkäme. Dass Gott das benutzen kann, was wir tun. Ich erlebe das gerade so stark im Technikteam unserer Gemeinde. Es ist gerade neu entstanden. Und da, wie Gottes Geist da Fähigkeiten, von denen ich nicht mal wusste, dass es die gibt, einsetzt, in seinen Dienst nimmt, damit andere dann einfach diese gute Botschaft hören können. Das ist genial. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ihr Lieben, wir brauchen ihn so dringend, damit Gott durch uns, durch dich und durch mich andere zum Glauben rufen, stärken, ermutigen, trösten, mit Liebe erfüllen kann und noch viel mehr. Wir sagen manchmal, dass Pfingsten der Geburtstag der Kirche ist, weil da eben die erste christliche Gemeinde entstand. Wenn ich mir zu diesem Geburtstag was wünschen dürfte, dann wäre es das, dass wir für uns persönlich, aber auch gemeinsam noch viel stärker um diesen Heiligen Geist bitten. Dass er uns selbst, dass er unsere Gemeinde, unsere Kirche und durch uns viele andere prägen möge. Bleibt gesund und behütet und im Frieden Gottes. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es nächste Woche Zuversichtgedanken von mir geben wird. Ich habe Urlaub, vielleicht, aber ganz sicher wieder in 14 Tagen. Bleibt gesund und behütet und im Frieden Gottes. Und lasst uns aus tiefstem Herzen um diesen Heiligen Geist bitten. Euer Siegfried Weber.